Hallo? Nein, nein, ich bin noch nicht bereit, sie aufzugeben. Geht! Was? Bitte was? Ich werde sie euch noch nicht überlassen. Elfriede bleibt bei mir. Und ihr könnt euer Kostüm fallen lassen. Ich erkenne einen Todesgott, wenn ich ihn sehe. Was ist denn ein Todesgott? Was? Hallo. Wer bist du denn, Händlerin? Ishra Miraya. Hallo? Oh, verzeiht. Ich bin eingenickt. Naja, wer seid ihr? Ich hatte nicht erwartet, so weit draußen noch jemanden zu treffen. Das heißt, abgesehen von diesen Banditen. Lange Geschichte. Die Frage ist ja, was machst du? Und du wirkst jetzt nicht wie so eine typische Abenteurerin. Lass mich raten, sie ist Händlerin? Haha. Nein, bin ich eigentlich auch nicht. Diese Ruine hier, wisst ihr, ich bin Händler. Ja, weiß ich. Und meine Spezialität sind historische Gegenstände. Sammlerstücke, wenn ihr so wollt. Die Sorte, die man üblicherweise in alten Ruinen findet. Normalerweise bin ich natürlich nicht dumm genug, selbst danach zu suchen. Ich weiß ja, wie gefährlich das ist. Nur war da in Flussheim dieser Reisende aus Ark, der mir von diesem Ort hier erzählt hat. Der Dreiflusswacht. Jede Menge Steintafeln und Bücher aus der Zeit vor der Abschottung. Und vollkommen ungefährlich. Tja, und da ich ohnehin in der Gegend war, dachte ich, einen Blick zu wagen kann ja nicht schaden. Großartige Idee, wirklich. Hört, ich will nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber um ehrlich zu sein, sitze ich ziemlich in der Patsche, gelinde gesagt. Und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu verteidigen. Meint ihr, ihr könntet mir helfen? Etwas Furchtbares ist geschehen und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ja, es hat mit Elfriede zu tun, richtig? Ach, ja, meine Elfriede. Man hat sie entführt, gestern Nacht erst. Bei den Sternen, ich war so dumm. Wir wollten gerade Lager für die Nacht machen und ich bin Feuerholz holen gegangen. Und zack, kaum komme ich zurück, ist sie weg. Okay, also man hat sie entführt. Und wer war das? Nein, ein Vatyr. Ich habe ihn noch grunzen gehört, als er mit Elfriede abgehauen ist. Er muss sich diese Ruine wohl zu seinem Heim gemacht haben, wisst ihr? Ich habe versucht, mich reinzuschleichen, aber das ist unmöglich. Und zurück nach Flussheim, um Hilfe zu holen, kann ich auch nicht. Bis dahin hat er sie bestimmt schon gefunden. Bitte, ihr müsst mir helfen. Wenn er Elfriede irgendetwas antut, das würde ich mir nie verzeihen. Ja. Und was ist für mich drin? Ich habe sicher irgendwas dabei, was euch nützlich ist. Aber reden wir darüber, wenn ihr sie gerettet habt. In Ordnung? Jede Sekunde, die wir vergeuden, spielt diesem Biest in die Hände. Ja, okay. Oh, bei den Göttern. Habt Dank. Beeilt euch. Naja. Und Lollias kann ich mit ihr handeln. Nice. Schreitet wohl. Ja, danke sehr. So. Frame-Einbrüche. Jetzt geht's wieder. Nice. Gift des Leidens. Fackel. Na gut. Die Fackel kann ich eigentlich mal mitnehmen. Die wird bestimmt noch sinnvoll irgendwann. Das war jetzt ja nützlich. So. Drei alte Dreiflusswachen. Holy, was ist denn das hier? Hallo. Erstmal natürlich wieder erkunden. Was ist denn hier so? Das ist eine Göttin, so wie das aussieht, ne? Hier, Rucksack. Mit. Das ist immer gut. Ist hier noch was? Ne. Vielleicht. Hier geht's hoch. Okay. Eisenpfeile nehmen wir immer mit. Lederschild brauche ich eigentlich nicht. Ich habe doch so ein Eisenschild. Lehrlingsbuch Psionik. Nice. Malatrank ist auch gut. Nice. Eine Eispranke. Setzen. Stuhl. Das war erstmal hinsetzen. Sieht ja schon nice aus. So ist ja nicht, ne? Was ist das da oben? Zack.
Frame-Einbrüche. Es ist so viel Vegetation hier, die ganzen Blätter. So, ist hier noch irgendwas? Na gut, die Frage ist... Hier könnte ich gerade irgendwas machen. Hä? Hm. Achso, okay, hier kommt man ganz einfach rein. LOL! Stopp! Moment. Was ist denn das für ein Ding? Also, Eisenschild und... du wartest noch kurz. Der sieht aber aus. Eisenschild, habe ich gesagt. Oh, den gelben Stiefel kann ich auch mal ausrüsten. Jetzt kriegst du aufs Maul. Alter, was ist das für ein Ding? Hä? Naja. Hallo? So, Elfriede, der hockt hier aber auch. Ich komme gleich, Elfriede. Ich will nur eben kurz looten. Hier ist nichts. Also die können wir mitnehmen. Hallo? Okay, da oben ist anscheinend noch einer. Zauberbuch, Lebensobservation, das Leben des Torgan. Hm, na gut. Bücher lesen will ich nicht. Über Flüsterbäume. Ja, gut. Bekritzelter Brief. Den nehme ich mal mit. Briefe würde ich generell in Skyrim immer mitnehmen. Die können nochmal für Quests wichtig sein. Also muss nicht, aber können sie. So. Lol. Das war gerade ein Grafikbug. Naja. Ist noch irgendwas Wichtiges hier? Nein. Warte mal. Wie viele Dingensen habe ich? 0%, okay. Wie viele Tränke habe ich noch dagegen? Einen. Das heißt, ich nehme... Lebensregeneration festigen. 180% für 600, für 5 Minuten. Okay. Ich nehme mal so einen Genesungstrank. Hier ist so ein scheiß Mustkrabbler. Dann nehmen wir ja auch gleich weg. Zack. Lol. Was? Nein! Jetzt sag nicht, das ist einer dieser scheiß Orte mit Arkanistenfieber. Liegt das da? Okay, warte. Mitnehmen. Nein! Und hoch. Die ist hier nicht. Elfriede, runter hier. Weg. Okay. Ja, Und wo ist Elfriede jetzt? Einen Moment. Quests. Elfriede aus der Wacht retten. Ja. Was? Oh lol. Hierher, mein Kleines. Hierher. Alles ist gut. Mama ist jetzt wieder hier. Ja, alles ist gut. Bei Malphas. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Soll ich verarschen? Wärt ihr nur ein paar Stunden später gekommen, wäre Elfriede jetzt... Ach, ich will gar nicht daran denken. Hier. Was ist das? Es ist ein seltenes Kraut und ich hoffe, es kann eure Mühen zumindest halbwegs entschädigen. Und falls ihr irgendetwas braucht oder verkaufen wollt, kommt zu mir. Ja. Ich bin noch eine Weile in der Gegend. Moment. Also erstens, was ist das bitte für ein Ding? Es ist einfach ein Hund mit Hörnern, schwarzen Augen und einem Panzer. Aber es sieht irgendwie süß aus. Wo ist es? Hallo? Da. Was ist? Guckt euch das doch mal an, das Ding. Lol, na egal. Warte, stopp. Grüße. So.
Handel. Natürlich. Ja. Händler, ja, ja. Kennen wir ja schon. Niklas. So, wir wollen verkaufen. Das, das, das. Wie viel Gold hat die? 417, okay. 470. Die Eisenbahn behalte ich mal. Das kann alles weg. Schale kann weg. Das Salz kann weg. Das kann weg. Eine Spitzhacke kann weg. Die Säge, Winkeleisen, Zange. Die Bücher können weg. Also die Wandmeister können weg. Ich kann auch einfach bei Sonstiges gucken. Wie wäre es denn damit? Das kann generell eigentlich alles weg. Das kann noch weg. Das behalte ich. Das behalte ich auch. Obwohl, gut, was bringt denn ungenießbares Bier? Ausdauer generiert 30 Punkte. Langsamer. Für 30 Sekunden. Was? Muss ich ausprobieren. Das ist jetzt irgendwie. So, und das kann auch weg. Und hier kann das Schwert weg. Nice. Alles im rechten Lot? Dank euch, ja. Nice. Ein paar Tage werde ich hier noch sammeln. Dann geht's wieder zurück nach Ark. Alles klar. Viel Spaß dabei. Schreitet wohl. Jupp. So, hier geht's nach Ark und Flussheim. Flussheim ist gut. Da wollte ich ja sowieso hin. Vorher, wo geht's hier lang? Hier ist gar nichts. Achso, okay, das ist das hier. Haja, Ark, Flussheim. Jupp. Wir sagen, dem Weg folgen wir einfach direkt mal. Und dann mal gucken, was in Flussheim so alles abgeht, ne? Da bin ich aber wirklich sehr Oh, Feind. Hallo. Bist du feindlich? Nein. Okay. Irgendwie komische Augen. Na egal. So, wir gehen einmal kurz hier hoch. Was ist das hier? Was, hallo? Okay. Na, da höre ich doch schon wieder Wölfe. Das hört sich doch schwer nicht gut an. Zack. Nach Küstenpirscher, so heißen die ja. Das sind ja gar keine Wölfe hier in Endera. Der wurde infiziert mit Wutbrand. Was ist denn das? Jetzt müsste man wissen, was Wutbrand ist. Naja. Geht bestimmt gleich weg. Hä? Ist hier oben noch irgendwas? Lol, was ist das denn? Oh, wieder so eine Eispranke. Nice. So, ist hier jetzt noch irgendwas Interessantes? Hier? Vielleicht? Nee. Ist auch egal. Ist hier noch was? Vielleicht? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Glaube ich ja mal kaum. Oh, aber hier ist was. Hier geht's runter, okay. Noch mehr davon, ja komm hoch. Komm. Ich drücke immer die falsche Taste, ich will immer linksklick zum Angriff, das ist ja Schild. Na? Zack. Komm her. Da. Kann der hier nicht hochkommen? Willst du mich verarschen? Ey! Bam! Nice! Oh. Komm her! So! Lol, ich kann Bienen fangen? Alter, allein, guck, hört euch doch mal die Soundeffekte an! Das ist doch einfach geil, oder? Ey, noch mehr von den Dingern? Das sind zu viele. Oh, mein Ambrosia geht wieder hoch. Zack. Noch einer? Nein.
Ey, ich muss. Das ist. Ich habe schon wieder keine HP. Ja, was. Was kann ich denn dagegen tun? Meine HP regeneriert sich ja so nicht. Warum denn nicht? Zeit heilt alle Wunden. Mann. Lebenslusttrank, Lebensregeneration festigen, 180% für Schieß mich tot. Nehmen wir mal. Für 600 Sekunden, das ist für 5 Minuten, ist das jetzt, das ist nice. So, nochmal die Unterwasserwelt erkunden hier. Sieht auch alles einfach wunderschön. Hier sind ja schon wieder Gegner. Stirb. Und... Alcherat entdeckt, okay. Waren das schon alle? Ja, das waren anscheinend schon alle. Okay. Ne, das Eisenschwert brauche ich nicht. Das Beil auch nicht. Okay, auch gut, Knochen, den können wir mitnehmen. Okay, tote Abenteurer. Mythen und Legenden. Alcherat. Blauer Schmetterling. Das ist doch nice, ey. Sieht einfach so geil aus. Das ist alles unter Wasser hier. Das heißt, vorher war hier kein See. Kann ja nicht angehen. Die Eisbrücke nehmen wir wieder mit. Kann ich hier hoch? Nee. Naja. Und da konnte ich doch gerade noch interagieren. Na egal. So. Aber ich will mich hier jetzt gar nicht zu lange aufhalten, sondern wollte eigentlich an der Story-Mission weitermachen. Da liegt auch noch irgendwas rum. Ist das da auch noch ein toter Abenteurer? Joa. Zauberbuch, Schutzzirkel, Kettenblitz, Schwert beschwören, nice. Und ein Lederhelm. Alter, warum sind denn hier gerade die Kampfmusik? Warum ist die denn immer noch hier?